Und ich mache ein bisschen auf Handy, ich mache hier Mütze rüber, so einen auf den, weil natürlich, die dürfen mich auch nicht erkennen. Das macht Sinn auch ein bisschen, wenn ich meine Stimme ein bisschen auch verstellen werde. Und Schwester, zu drei steht drei Döner heute mit drei Special-Sachen. Sage ich euch so, wie es ist. Zum einen haben wir einen Undercover-Check. Das habt ihr euch immer gewünscht, dass ich mal ein bisschen auf Undercover rein. Wir gucken, wie der Döner dann ist. Das haben wir in Hamburg gemacht. Wir sind in Hannover. Da bin ich im Rotlichtviertel auf einmal gelandet. Sehr interessant, wer da ein- und ausgeht, wer sich da was gönnt. Und wir waren in Berlin, haben da eine Neuheit getestet. Eine absolute Neuheit. Wenn ihr da reingeht, glaubt mir die Bilder. Ihr denkt, ihr seid in Istanbul, so ein Spieß. Ich weiß nicht, ob es traditionell ist, aber special. Wir gucken uns das an und schreibt mir eure Kommentare rein, wo es als nächstes hingehen soll. Danke für diese Kommentare. Haut's mir rein. Der Gutschein ist maximal hoch. Beim Pizza und so weiter ist der Gutschein schon rausgegangen und beim Burger. Und dann sehen wir uns gleich in der ersten Stadt. In Hannover am Start. Drei Städte, drei Döner. Tipp vom Kollegen, als ich beim Haftbefehl-Video war. Ich bin hier jetzt, glaube ich, das muss ich alles ausblenden, in so einer wie auf dem Kiez. Überall hier Eros-Center und sonst was. Sogar Thai-Eros. Hat sich aber einer gegönnt eben. Alles kann, nichts muss, nur gucken, nichts anfassen. Und ich sag's euch, wenn meine Freundin mich betrügen sollte irgendwann, dann gibt es, ich such den besten Puff Deutschlands. Gönnt das Like auf das Kommentar, wenn ihr dieses Format sehen wollt. Naja, aber wir gucken jetzt nach Döner erstmal. Hürü, heißt der so? Ach ja, an die ganzen Kommentare wegen Hannover. Lamuro heißt der, glaube ich. Das ist eigentlich, soll die Nummer 1 sein. Beziehungsweise das ist eigentlich, den habe ich jetzt nicht gecheckt in den Kommentaren. Aber Lamuro, ich war zweimal hier, zweimal hat er zu. Er macht leider erst demnächst auf und dann werde ich den auch nochmal abchecken irgendwann. Und natürlich ist es klar, wir suchen nur die besten Döner. Kommt mir nicht mit irgendeiner Scheißempfehlung um die Ecke. Die Gourmetstücke, den Thron der drei Städte suchen wir. Kommt mir nicht mit einem Standarddöner. Da ist er, jetzt check ich das. Da ist er. Hat er noch gesagt, war früher ein türkisches Café, umgebaut zum Dönerladen. Also Döner habe ich am Start, ich konnte drin nicht filmen. War richtig so, glaubt mir. Türkisches Café komplett, auch kein einziger Deutscher drin gewesen. Wurde geraucht hinten in der Ecke, also war eigentlich Raucherraum, aber halt, ich hab's da kaum ausgehalten. Trotzdem noch einen Tee auf höflich getrunken, weil ich nicht Nein sagen konnte. Jetzt habe ich hier den Döner, mein Urteil kriegt ihr natürlich auf. Also meine Schnelldiagnose. Fleisch könnte wirklich selbstgemacht sein, viele labern, aber ich glaube, das ist selbstgemacht. Selbstgemachtes Fleisch. Dickes Brot, Fladenbrot-Style. Fleisch, da euch direkt, erster Eindruck, leider überhaupt nicht so gut. Man konnte nicht mal zur Salattheke, die haben alles hinten gemacht, auf Undercover-Basis. Viele Tomaten, viele Gurken, Zwiebeln. Finde ich gar nicht schlecht, hat irgendwie mal was anderes, man muss auch mal anders essen. Nicht immer gleich, gute Frische, cooles Feeling hier. Eros Center, Thai-Oase, gefällt mir. Besser als Anfang gedacht. Ich habe mich darauf eingestellt, gerade auf eine schlechte Bewertung. Weil das Fleisch, als ich es so probiert habe, relativ geschmackslos. Wollte ich schon dem Typen von Haftis dissen, dass er mir das empfiehlt. Ich bevorzuge immer Selfmade, selbstgemacht. Aber das ist geschmacklich leider nicht immer besser, weil das kannst du auch geschmacklich einfach versauen. Was bringt das, wenn du beim Fleisch um die Ecke kaufst und das Ding scheiße schmeckt, ne? Aber der ist nicht verkehrt, sagen wir mal so. Dieses bisschen Suppenfleisch-ähnliche kenne ich oft. Würde ich jetzt mal sagen, ist die Sparvariante vom Fleisch. Schmeckt mir aber trotzdem gut. Es ist anders als diese Standarddöner. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe euch für den schon die Bewertung, weil ich schon sehr viel vorausgenommen habe. Es ist eine 7. Desto mehr man isst, man muss ja auch ein bisschen mehr essen. Eine 7 ist es. Haben wir selbst gemacht, frische. Alles frisch, mal was anderes, deshalb gar nicht schlecht. Welche Leute hier sexuellen Verkehr in Angriff nehmen? Interessant, würde ich das zu denen zeigen, aber auf Undercover-Basis. Guck noch mal gucken. Guckt da jemand? Bam, rein da. Möchte ja nichts zu sagen, aber. Müssen wir auspixeln hier, den Kollegen. Ne? Willkommen in Berlin. Heute für Berlin in drei Städte, drei Döner geht Edynasia an den Start. Das ist eine Neuheit, habe ich so von der Optik, wenn man sich den Spieß anguckt, in Deutschland nie gesehen, höchstens bei irgendwelchen Istanbul-Foodtouren oder so. Spieß, was ganz besonderes, außergewöhnliches. Auch Neuheit in Berlin gibt es, glaube ich, erst ganz kurz. Ich lasse die, bevor ich jetzt hier so viel sammel, könnt ihr euch das selber angucken. Okay, der Kollege sagt doch schon mal, was wir, bevor ich euch den zeige, was ist das für Fleisch, was ihr habt? Aber das reinste Beef, ja? Reinste zu 80%. Und restliche 20% ist Lamm. Echt, das ist Lamm? Was anderes sieht, das ist kein Döner. Ja. Döner ist, siehst du das, diese Stufenmeise? Ja. Diese Fleisch, das ist Döner. Der andere ist Fake-Döner. Das ist Döner-Style. Genau, Drehspiel-Style. Einfach nur Bullshit, sorry. Und das hier, ja, ist aber so, gebe ich dir recht. Und das hier, guck mal, das habe ich bisher nur in Istanbul oder Türkei gesehen. Ne? Das ist so richtig, wie kam ihr darauf, dass... Haben die mal was sagt.
man dazu? Sag mal eins. Hoppa. Und? Sei mal ehrlich jetzt, oder? Samt, lieblich irgendwie, ne? Das ist ein ganz lieblicher, feiner, sanfter Geschmack. Nicht so boom, also nicht falsch verstehen, ne? Schon intensiv, ne? Also es ist schön sanft und geschmeidig. Guckt euch das mal an, wie er das hier macht. Da hier, wieder lernen wir. Wenn du mir noch was sagen magst, Salat, was habt ihr euch dabei gedacht? Ihr habt recht basic, ne? Recht basic, ja. Wir haben halt Zwiebeln, Eisberg, halt Zwiebel, Tomaten. Ja, ja. Vieles ist handgemacht, vom Brot bis zum Teig. Und Soßen habt ihr scharf, Tzatziki und genau. Kräuterknoblauchscharf. Kräuterknoblauchscharf. Die Jungs sagen, ohne Soße soll ich nehmen. Fazit 1, wenn wir, werdet ihr mir, glaube ich, alle zustimmen. Ganz anders. Also, sowas habe ich noch nicht gesehen. Gibt es, glaube ich, auch nicht so oft. Ihr wisst ja, ich habe viele Döner jetzt getestet. So ein Fleisch von der Optik alleine habe ich noch nicht gesehen, so ein Fleischspieß. Brot hat auch wirklich, wie ihr sagt, direkt dieses Baguette-Brot-Charakter. Leichte Salzkruste drauf. Das, was mir als erstes in Gedanken kommt, was irgendwie, finde ich, herausragend ist. Natürlichkeit. Natürliches Fleisch. Nicht dieses Drehspießcharakter, 1000 Geschmacksverstärker. Du merkst die Natürlichkeit des Fleisches, du schmeckst das Fleisch, richtig das Fleisch, nicht irgendwas anderes. Dies mit den Gurken gefällt mir mega, mega. Man muss ein Typ dafür sein, klar. Ich finde, das passt sehr, sehr gut. Schöne Pfeffernote, nicht überladen mit Gewürzen. Ich sage euch so, wie es ist, an diesem Döner werden sich die Geister scheiden. Das Brot ist auch eher dafür gemacht, es mit Soße zu essen. Das Fleisch spricht gegen Soße, weil die Soße das wiederum überlagert. Da wäre noch leicht Feinschliff angebracht, wie ich finde, da ein anderes Brot für das tolle Fleisch zu finden. Bewertung kriegt ihr am Ende des Videos. Schön, dass ihr am Start seid aus Hamburg. Wir sind auf der Sternschanze am Start. Und wir werden jetzt einen selbst recherchierten Tipp, werde ich jetzt abchecken. Nee, gar nicht, war auch. Einer von euch hat mir auch den Döner-Tipp gegeben. Genau, ich blende das mal eben oben ein. Ich möchte ja euren Wünschen auch irgendwie entsprechen. Und ich werde Folgendes machen. Ich werde das Ganze auf Undercover-Basis checken. Haben viele mal reingeschrieben, mach auf Undercover, alles andere ist schwierig. So muss ich aber sagen, kann ich nicht jedes Mal machen. Die Videos leben natürlich auch von den Food-Aufnahmen. Ich kann nicht jedes Mal Undercover testen. Ich versuche das zu streuen. Wie dieses Mal sind da drei Döner am Start in dem Video. Und ich mache ein bisschen auf Handy. Und ich glaube auch, es würde Sinn machen, ich mache hier Mütze rüber, so einen auf den. Weil natürlich, die dürfen mich auch nicht erkennen. So, ich habe jetzt niemanden, der mir den rausholt. Ich werde, glaube ich, das macht Sinn auch ein bisschen, ist das gut, wenn ich meine Stimme ein bisschen auch verstellen werde. Ich mache Handyaufnahme so, ich filme mich so ein bisschen, Handyaufnahme runter, filme mich, dass man so ein bisschen was mitkriegt und dann gucken wir mal, was sie mir für einen Döner zaubern. Bin manchmal echt so dumm, ich wollte jetzt mit Kamera hinlaufen, von außen schon mal filmen, aber nein, nein, nein. Ich werde jetzt erst den Döner fetzen, dann werde ich nochmal von außen Aufnahme machen, vielleicht, denn danach, das wäre schlau, danach werde ich dann vielleicht auch noch ein paar Aufnahmen. Wenn er scheiße geschmeckt hat, ist ein bisschen auf Hundebasis, ne? Dann noch danach sagen, gebe ich ihm 5 Punkte und sage, komm, lass mich noch eben noch filmen, aber das kriegen wir irgendwie durchgerungen. Moin. Grüß euch, hi. Ah, ich wollte mal einen Döner-Test bei euch. Ah, ihr macht selber alles, ne? Nicht alles. Nee? Aber Fleisch macht ihr selber, ne? Fleisch macht ihr. Macht ihr ehrlich, ne? Ich dachte, auf der Seite habe ich gelesen, macht ihr selber. Ach nee, macht ihr vom Fleisch her, lasst ihr machen. Hähnchenfleisch haben wir sehr lange Zeit gemacht. Ach so, das ist nicht so Massenproduktion, sondern ihr habt richtig, habt einen Fleischer, der produziert euch das, denke ich, ne? Ah, also gut, diesen Spieß werde ich wahrscheinlich nur hier kriegen. Weiß ich nicht, kann sein, muss aber nicht. Muss aber nicht. Weil der Herr hier beliefert bestimmt nicht. Okay, gut, ich nehme trotzdem einen Döner einfach. Ich nehme Kalb gerne. Hier ist der Laden. Kebaba. Ich sag's euch, das täuscht auch ein bisschen. Wenn die so einen Text verfassen auf der Homepage, sage ich euch nur. Die verfassen das natürlich gut, um sich irgendwie ins rechte Licht zu rücken. Aber wenn man dann genau nachfragt, weil ja auf der Homepage stand, das hörte sich so an, als hätten die hier einen Fleischer. Der ist 10 Meter weiter und der macht den Spieß fertig. So. Und so wie ich jetzt im Laden gefragt habe, war eher Massenproduktion. Hat sich eher für mich nach Massenproduktion angehört. Ihr habt es vielleicht selber gehört gerade. Weiß nicht, was man das, wie man das jetzt deuten soll. So sieht der Kollege aus. Schmackhaft. Schmackhaft vom Optischen. Fleisch, muss ich direkt sagen, schmeckt wie ein Standardfleisch. Leute, nicht wieder falsch verstehen. Das ist kein Disrespect, das soll jetzt nicht komplett negativ klingen. 98% der Döner haben Standardfleisch. Schmeckt ja auch gut. Mit den Rucola, geil. Ich weiß nicht, ob es am Platzmangel liegt oder an anderen Sachen oder am Konzept. Aber so ein paar Kleinigkeiten bei vielen Dönerläden. Einfach eine Schale extra, ein bisschen Rucola zur Auswahl. Das ist schon mal was ganz anderes. Bisschen Rucola drin, Fleisch Standard, aber der Döner hat gleich ganz anderen Charakter. Um es direkt für euch auf den Punkt zu bringen.
Es gibt nichts, was jetzt super raussticht aus dem Döner, außer der Rucola, der das Ganze wirklich aufwertet. Aber sonst ein guter Standarddöner, wirklich lecker ist. Also über den Döner freue ich mich jetzt. Das ist ein guter Döner. 7,5 Punkte würde ich den geben. Einfach kurz und knackig jetzt rausgehauen. Zur Bewertung von Ed Dünyasi ist für mich eine 8,9. Einfach, weil das Fleisch mega Qualität hat. Wie ich finde, es ist real. Es hat realen Geschmack. Es ist einfach Fleisch. Ich schmecke das. Und nicht irgendwie nur Gewürze, nur irgendwas wie Überlagerung, nur Soße, sondern es ist ein feines, sanftes, geschmeidiges Fleisch. Was ein gutes Mundgefühl hat. Und wir sind am Ende des Videos. Ein bisschen zusammengewürfelt alles, weil ich Anfang, Ende verplant habe aufzunehmen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video so Spaß gemacht wie mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und dann lasst mir gerne einen Daumen oben da, einen Kommentar. Und unbedingt die Glocke an, damit ihr wisst, wann das nächste Video kommt. Und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Pff.